Unsere Kinder brauchen verlässliche und vor allem stabile Verbündete an ihrer Seite, um aus einer schwierigen Situation wieder herauszufinden. Um die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen. Und das ist auch möglich. Ich als Mutter musste lernen, dass das, was meinem Kind passiert, nicht mir passiert, sondern meinem Kind. Und da helfen keine Selbstvorwürfe, keine Schuldzuweisungen, auch keine Ursachenforschung oder aufgeregte Eltern-WhatsApp-Gruppen. Ich muss also einen kühlen Kopf bewahren und für Unterstützung sorgen. Und es gibt Profis, die sich damit auskennen. Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen. Ich weiß, wo ich Hilfe finde. Und du?